Hallo und herzlich willkommen zur Handelsblatt-Tagung Digitale Plattform. Mein Name ist Tobias Kollmann. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Digital Business und Digital Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Und ich habe die große Freude und Ehre, hier heute Ihr Moderator zu sein für ein absolut Top-Thema, was wir in diesem Bereich nur haben können. Und dabei stehe ich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite ist der liebe Moritz Schönlieber vom Handelsblatt, der hier nicht zuständig heute für den Sport ist, sondern für die Organisation und der uns gleich etwas erzählen wird über das, was wir hier heute mit Ihnen vorhaben. Und lieber Moritz, es ist schon ein unglaublich spannendes Thema, was wir heute haben. Es ist die Königsdisziplin, die wir haben, denn Plattformökonomie an der Stelle ist zwar unglaublich schwer im Hinblick auf die resultierenden Marktplätze, Plattformen aufzubauen, aber wenn es funktioniert, dann ist es das erfolgreichste digitale Geschäftsmodell, was wir im Internet einfach nur beobachten können. Und ich musste ein bisschen schmunzeln im Vorfeld, weil tatsächlich, es ist genau 20 Jahre her, da habe ich das allererste deutschsprachige Fachbuch geschrieben zum Thema virtuelle Marktplätze und damit zu Plattformen und habe schon damals versucht zu beschreiben, wie man das Ganze aufbauen kann. Und das ist auch unser Thema heute, denn wir wollen uns insbesondere mit vielen, vielen spannenden Gästen darüber unterhalten, wie denn solche digitalen Plattformen entstehen, wie man sie aufbaut, wie man sie betreibt und wie man sie letztendlich erfolgreich macht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das früher gemacht hätten, denn wenn man heute mal in die Landschaft reinschaut, von den 10 wertvollsten Unternehmen weltweit verfolgen 7 eine Plattformstrategie. Keines davon kommt aus Deutschland. Darüber werden wir reden müssen, denn es ist trotzdem ein relevantes Thema für uns, denn 55% der deutschen Unternehmen bieten inzwischen Produkte auf Plattformen an, so eine aktuelle Umfrage von Bitkom. Und diese Plattformen sind nicht nur entscheidend für den Handel, sondern sie beeinflussen auch, wie die Produkte selber aufgebaut und gestaltet werden. Ein Grund mehr, um mal ganz genau hinzuschauen, und das wollen wir heute machen. Und dazu haben wir viele, viele spannende Gäste und ich glaube hochkarätige Referenten, die mit ihrer Kompetenz wie niemand anders dafür stehen, uns das Thema auch mit erklären zu können. Dabei haben wir 2 Tage voller spannender Diskussionen und Vorträge und auch Interaktionen in virtuellen Branchenräumen. Und wir wollen natürlich jederzeit von Anfang an auch Sie da draußen als Teilnehmer mit einbinden. Und damit das alles funktioniert, hat der Moritz jetzt für uns ein paar wertvolle Hinweise, denn das Ganze soll interaktiv ablaufen und dafür müssen wir ein bisschen was beachten. Was ist es denn? So ist es, lieber Tobias. Dankeschön für die einleitenden Worte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen des Handelsblattes herzlich begrüßen. Ich bin Moritz Schönlieber, Ihr Community Manager. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, lieber Tobias. So ist das. Danke dir, Hamid. Und ich muss ja sagen, mir würden jetzt 1000 Fragen einfallen zu diesem spannenden Vortrag, der ja nochmal richtige Insights gegeben hat. Und ich glaube, da waren ein paar wichtige Punkte dabei, auf die ich gerne einzeln, wir können leider nicht auf alle eingehen, aber einzeln eingehen möchte. Punkt 1. Du hast skizziert, durch Corona gab es jetzt nochmal einen richtigen Digitalisierungsschub, auch für Plattformen, weil natürlich viele Unternehmen gezwungen waren, ja, auf einmal digital zu agieren und dann eben auch mangels Alternativen auf die Plattform gegangen sind, die da waren. Und da waren ja die entsprechenden Gewinner mal wieder nicht die, die aus unseren Breitengraden kamen, sondern eben andere. Jawohl. Jetzt sieht man dort ein extremes Wachstum und ich frage dich jetzt, dieses Wachstum für wen? Für den richtigen oder für den falschen, auch im Hinblick auf unsere europäische Position, die ihr ja auch immer wieder klar zum Ausdruck bringt. Weil wenn man sich das anschaut, wir müssten ja nicht nur eigene Plattformen zu Weltmarktführern machen, sondern die müssten ja eigentlich auch doppelt und dreifach so schnell laufen wie die anderen, denn die bleiben nicht stehen, sondern wachsen ja auch entsprechend weiter. Ja. Wie sollen wir das schaffen? Das ist ja eine doppelte Herausforderung. Nicht nur aufbauen und führend werden, sondern dann auch noch die anderen einholen, die gleichzeitig weiterlaufen. Absolut. Vielen Dank für diese tolle Frage, Tobias. Im Grunde genommen ist das so, also ich habe auch jetzt ganz am Anfang nicht erzählt, dass wir, was weiß ich, 20 Projekte machen und so. Also diese ganze Vertriebseinblendung, das habe ich jetzt weggelassen, ja. Weil ich könnte jetzt natürlich auch aus dem Nähkästchen, auch aus den laufenden Projekten oder anderen Projekten zumindest, was ich erzählen darf, sagen. Nur zu deiner Frage, tatsächlich so die kernwesentlichen Punkte ist halt, dass wir in Europa uns selber stigmatisiert haben nach der New Economy Blase, die Anfang 2000 geplatzt ist und uns halt noch mehr verliebt haben in Assets und Maschinen und irgendwelche Geschichten, die auch wichtig sind. Ich sage jetzt nicht, dass es unwichtig ist, aber drumherum wird natürlich Software und Daten viel wichtiger sein. Das Zweite ist halt natürlich auch der Blickwinkel,
solange du natürlich nicht Beton und Maschinen hast, dann fühlt sich das nicht gut an. Dann ist man auch nicht bereit, so zu investieren, weil das so spooky Geschichten sind, die man halt nicht anfassen kann. Und im Grunde genommen muss auch da im Mindset was passieren. Das heißt also tatsächlich, wie bereit bin ich denn oder die Bereitwilligkeit, sowas zu investieren. Der dritte Punkt ist halt zu deiner Frage jetzt nochmal zurück. Schaffen wir das? Ja, definitiv. Weil als ich selbst zum Beispiel am MIT oder auch bei Y Combinator unterwegs war, habe ich halt gesehen, da war jede dritte war Deutsche, Deutscher. Ja, also dann denke ich so, Leute, was soll das? Ne? Also vor allem im B2B, ja, vielleicht ist es im B2C halbwegs schwieriger geworden, weil da sehr vieles besetzt ist, aber im B2B mit unserer Ingenieurexpertise und mit unserem Fachwissen, weil die Plattformökonomen scheuen das wie Weihwasser. Da haben wir eine Menge Möglichkeiten. Und das schaffen wir definitiv, wenn wir jetzt nicht 1 Million Euro für eine Zeitung-Werbung ausgeben. Entschuldigung, Handelsblatt, das ist natürlich auch wichtig, ja. Aber diese 1 Million Euro kann man auch in eine Plattform-Investition reinbringen. Wenn ich jetzt mal dann, würde ich sagen, der andere Punkt ist ja, und das hattest du auch gesagt, ich gucke hier noch gerade zu meinem Buch von 2001, ja. Da habe ich es Oszillationseffekte genannt. Ja. Das heißt, die ständigen Schwankungen auf Plattformen, auch in der gegenseitigen Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage, wo es eben mal zu Überhängen kommen kann, die wiederum zu Unzufriedenheiten führen, weil sie nicht eben perfekt gematcht werden können. Absolut. Und da gibt es ein schönes Beispiel, eBay. Ja. eBay hatte ja mal extreme Probleme mit dem Auktionsmechanismus und musste dann den Marktplatz mit Fixpreisen dazu nehmen, weil es eben über den Auktionsmechanismus im Matching-Prozess eben nicht mehr zu den entsprechenden Zufriedenheiten bei den handelnden Akteuren gab. Ist jetzt sozusagen diese Chance, dass wir ja auch immer wieder mal Unzufriedenheiten bei Amazon und bei allen eigentlich sehen, sozusagen auch die Chance, da nochmal anzusetzen und eine Alternative, vielleicht auch eine faire Alternative, auch in Kooperationen und Gemeinschaften aufzubauen, um einfach mal etwas anderes anzubieten, wo die Leute sagen, okay, bei so einem Modell gehe ich dann dabei und mach mit, weil das ist sozusagen etwas, was eine faire Chance für eine Alternative ist. Ja, man sieht ja die Expertise, Tobias, ne? Die du auch hier mitbringst. Das finde ich toll, weil diese Frage ist tatsächlich bei all diesen Projekten, die ich halt in den letzten 4-5 Jahren begleitet habe, eines der wesentlichen Punkte ist, das Wertversprechen, nämlich kein Problem zu lösen oder nicht den Bedarf abdecken. Und aus dem Grund, wenn wir das schaffen, Tobias, ist das sicherlich ein Aspekt, der definitiv uns einen Wettbewerbsvorsprung liefert. Und zweitens auch das Thema Ökosystem, die Bereitschaft, Kollaboration, Kooperation zu forcieren und wirklich diese Dinge auch dynamisch zu sehen. Wie ihr vorhin in der Treppe gesehen habt, also auch Produkte, Prozesse, Unternehmen komplett zu flexibilisieren. Das gibt es eine Riesenchance, dort aktiv zu werden. Und allerdings vielleicht noch zum Schluss oder einer der Schlussstatements. Ich würde wirklich auch meine Empfehlung ist immer an den Unternehmerinnen und Unternehmen oder auch an den Vorständinnen und Vorständen. Bitte, bitte, wir nutzen zwar Innovationsmodelle, aber das sind strategische Projekte. Das ist nichts mit Bällebad oder sonst was zu lösen, sondern da muss man wirklich sehr fokussiert und mit entsprechendem Know-how an die Sachen rangehen und das auch genauso wie ein M&A oder Restrukturierungsprojekt behandeln. Nicht nur so, so funny money und so. Ich krieg Zeichen, dass wir schon über der Zeit sind, aber ich muss eine Frage noch stellen. Es tut mir leid, aber weil du die 5. Generation angesprochen hast, jawohl, eine Strategie sein, nicht sozusagen den anderen in ihren Plattformmodellen hinterherzulaufen, sondern sozusagen die nächste Generation zu bauen. Genau. Und da sind wir ja bei dem Thema künstliche Intelligenz, wir sind aber auch bei dem Thema Blockchain. Frage, das ist jetzt eine relativ spezifische Frage. Jawohl. Glaubst du, dass Marktplätze und Plattformen auf Basis der Blockchain ohne zentralen Betreiber noch mal eine Chance haben, eventuell gegen die mit einem zentralen Betreiber wie die Amazons und Alibabas und wie sie alle sind, noch einmal vielleicht ein Gamechanger zu sein? Weißt du, als ich damals die Firma gegründet habe, habe ich auch 2, 3 Blockchain-Projekte gemacht und dann habe ich mich ganz schnell von aus dem Acker gemacht, ne? Weil ich gedacht habe, ich bin irgendwie zu alt für irgendwelche komische Experimente. Und ich weiß noch, dass wir uns damals schon unterhalten haben. Und jetzt mittlerweile durch Token, also Asset-Tokenisierung, ne? Und auch diese Bridge zu den NFTs, zu den Non-Fungible Tokens, haben wir tatsächlich jetzt diesen Punkt erreicht, wo diese Blockchain-Ansätze interessant werden und echte Anwendungsfälle darstellen. Und zu deiner Frage, und ich mache es kurz, weil wir schon längst über die Zeit sind, Blockchain wird hauptsächlich das Governance und die Mechanismen einer Plattform in der Zentraleinheit verändern, aber nicht die Mechanismen hinsichtlich der Netzwerkeffekte und mehrseitigen Märkte und Interaktionen. Lieber Ahmed, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wie immer eine Diskussion auf ganz hohem Niveau. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und ich denke, dass du im Chat auch noch für die ganzen Fragen zur Verfügung stellst. Mach ich. Danke dir. Danke alles dir Gute auch. Und bis zum nächsten Mal. Für Frau Günther, vielen herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen. Und ich würde mal gerne einsteigen, weil das Thema Maschine
ist ja im Hinblick auf die damit zusammenhängenden Serviceleistungen für den einen oder anderen ein bisschen abstrakt. Vielleicht könnten Sie noch einmal ganz kurz, bevor wir auf andere Themen eingehen, sagen, was sind denn solche Serviceleistungen, die drumherum gebaut werden können, um so eine Maschine im digitalen Zusammenhang? Mir persönlich fällt immer der Klassiker ein, Fernwartung. Ja, das aber ist da gibt es doch wahrscheinlich noch mehr, oder? Ja, absolut. Also Fernwartung ist, glaube ich, auch der Klassiker, aber mittlerweile auch wirklich erfordert. Ich glaube, die Schlagworte, ne, zu monitoren, wie ist der Gesundheitszustand der Maschine, da diverse, das klassische Condition Monitoring, aber auch das Thema vorausschauende Wartung, sind, glaube ich, auch die typischen Anforderungen, die man an den Maschinenbauer hat. Daneben gibt es sicherlich einfach Dinge, die begleitend im Prozess relevant sind. Für uns ganz wichtig, der Operator, der die Maschine bedient oder der den Prozess bedient, wie wird der denn optimal gesteuert, vor allem im Pharmabereich wichtig, dass man dort einfach eine Guidance gibt, dass der wirklich diese sicherheitsrelevanten Aspekte im Produktionsprozess steuert. Da gibt es tolle digitale Lösungen dafür. Ein anderes Beispiel ist auch dieses Thema Werkzeugmanagement. Sie brauchen viele Formatteile, haben viele Umrüstvorgänge auf Maschinen. Man kann sich das vorstellen, diese Formatteile werden heute entweder mit Papier dokumentiert oder auf Excel-Basis. Und manchmal sind die Teile da und manchmal nicht. Und das sind typische digitale Lösungen, die man heute von einer eher manuellen und papierbasierten Welt in eine digitale Welt überführt. Die nächste Frage, die sich immer wieder stellt, das sieht man auch in den Zeitungen, übrigens auch im Handelsblatt, weil dort auch mal die Diskussion aufgemacht wurde, wer wird denn dieses Spiel um die zugehörigen Plattformen gewinnen? Ist es der Maschinenbauer, der sozusagen jetzt die Software dazu baut und irgendwo in ein Cloud-System hängt? Oder ist es derjenige, der das Cloud-System schon hat und an der Stelle eben die Maschinen einfach reinhängt und miteinander in Verbindung setzt? Stichwort natürlich einmal mehr die Amazon Cloud, die gerade auch in diesem Machine-to-Machine-Bereich jetzt massiv vordringt. Was glauben Sie, wer hat denn da welche Karten und welche Vorteile? Ja, also wenn ich die Frage beantworten könnte oder wüsste, dann wäre ich, glaube ich, mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet. Tatsächlich ist das eine der Grundfragen, die uns umtreibt und die uns auch bewogen hat, in diese Richtung zu gehen. Denn genau wie Sie es beschreiben, ich sage jetzt mal, die einen kommen von oben in der Pyramide und die anderen versuchen von unten nach oben zu kommen. Wer das Spiel gewinnt, ist sicherlich unklar. Was wir auf jeden Fall zu Beginn festgestellt haben, und das war das Feedback unserer Kunden, die sagen, naja, liebe Maschinenbauer, ihr seid diejenigen, die das Prozess-Know-how haben. Und wir wollen aber auf der anderen Seite nicht von jedem Einzelnen sein Prozess-Know-how, sondern kombiniert in der Wertschöpfungskette. Das heißt, für uns war an der Stelle schon relevant zu sagen, wie können wir dieses Spiel gemeinsam mit den Partnern, die wir da im Shopfloor haben, eigentlich gestalten und unser Prozesswissen, das eigentlich dahinter steht, an der Stelle nutzen. Dieses Prozesswissen fehlt den Großen, glaube ich, an der Stelle oftmals. Dafür kommt das Technologiewissen dort stark in den Vordergrund. Und die Frage ist ja auch am Ende des Tages, ist es ein Entweder-Oder oder wie kann man an der Stelle zusammenarbeiten, um gemeinsam die beste Lösung zu bekommen? Das Entweder-Oder ist genau das Stichwort für eine Frage, die wir hier aus unserem Auditorium haben, weil jetzt hat ja so ein Kunde nicht nur eine Maschine von Ihnen, sondern eben auch Maschinen von anderen. So, und jetzt ist die Frage, muss er da immer wieder auf eine andere Plattform, um die Serviceleistungen zu bekommen? Oder gibt es sozusagen dort nicht eine gemeinsame Orchestrierung, die da an der Stelle das ermöglicht, das eben auch plattformübergreifend für den Kunden mit mehreren Maschinen zu machen? Und das ist so ein bisschen die Frage auch hier von Lino Markfort. Mit welchen Spielregeln wird denn eigentlich so ein Ökosystem in diesem speziellen Fall denn überhaupt orchestriert? Ja. Das ist die eine Frage. Und wie wollen Sie sozusagen für sich sicherstellen, dass Sie immer auch ein bisschen so in der Driver-Seat-Position sind und dann nicht irgendwann mal mit anderen Systemen ausgenockt werden? Ja, also vielleicht die zweite Frage zuerst und die leitet so ein bisschen über zur ersten Frage. Ich glaube, der Beweggrund, uns in dieses Plattform-Geschäftsmodell vorzuwagen, war tatsächlich nicht so sehr, das Maschinenportfolio zu schützen, sondern uns eigentlich nicht nur als den Datenlieferanten in Zukunft zu sehen. So, das heißt, wir haben uns ganz bewusst in die erste Reihe gestellt und gesagt, okay, wir wollen mit verschiedenen anderen Partnern, die auch in unserer Wertschöpfungskette sind, nämlich die anderen Maschinenbauer, gemeinsam eine Plattform initiieren. Also hinter Packside gibt es deutlich mehr Partner wie jetzt nur Uhlmann. Und wir haben uns ein bisschen als der Initiator gesehen, weil wir gesagt haben, wenn nicht wir es tun, wer tut es denn dann? Und dann sind wir eigentlich nur Mitläufer oder Hinterherläufer. Ob das der goldene Weg ist, das wird sich sicherlich auch erst in ein paar Jahren zeigen. Und das ist auch so ein bisschen diese Überleitung. Die Spielregeln sind sehr, glaube ich, mannigfaltig. Und wichtig ist an der Stelle, dass der Aufbau eines Ökosystems ein massiver Mindset-Change eigentlich bedeutet. So, das heißt, die klassischen Mittelständler versuchen, möglichst viel geheim zu halten und für sich zu behalten und ja, keine Informationen zu teilen. Und das ist so eine der Grundregeln beim Aufbau des Ökosystems, dass man auf Augenhöhe agiert, Daten teilt, Informationen teilt und dann am Ende des Tages Lösungen schafft, die für den Endkunden relevant sind und nicht für einen selber. Ne? Also wo ist eigentlich auch der Mehrwert für alle Beteiligten? Und das ist
ist eine super, super spannende Diskussion, weil das bedeutet, sich primär mal zu öffnen und den anderen auf Augenhöhe in dem Ökosystem auch mitwirken zu lassen. Liebe Frau Günther, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen absolut tollen Einblick in die Maschinenbauindustrie, was digitale Plattformen angeht. Ich denke mal, dass Sie auch noch mal eine ganze Reihe an Fragen im Nachgang jetzt hier zu unserer kleinen Runde dann bekommen werden. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Super. Ja, lieber Sven, vielen herzlichen Dank auch für diesen Abbinder unseres ersten Tages. Noch einmal mit absoluten Insights in die Branche. Und weil du ja so viele tolle Namen genannt hast, würde ich gerne auf drei eingehen und mit dir den Case besprechen, der dahinter sich verbindet. Da ist natürlich Amazon. Und du hast es vollkommen zu Recht gesagt. Der Marktplatz macht schon seit längerem deutlich mehr Umsätze als das direkte Handelsgeschäft. Und das ist ja statistisch ja auch bei dir auf der Folie herausgekommen. Interessanterweise geht Amazon ja jetzt laut einer aktuellen Meldung auch wieder den umgekehrten Weg und möchte die in den realen Innenstädten pleitegegangenen Kaufhäuser aufkaufen, um dort wieder Präsentationsfläche für die entsprechenden Produkte, die man dann dort online bestellen kann, mit der digitalen Logistik dahinter aufmachen, um wieder dieses haptische Element und dieses Präsentieren für ein Commerce, Klammer auf, mit E-Commerce dahinter zu ermöglichen. Wie siehst du diese Entwicklungen, dass sozusagen digitale Plattformen jetzt teilweise wieder zurückkommen, auch in einen realen Handel? Ja, ich glaube, die, also super, super Frage. Die, also wir haben uns ja sehr gewundert, dass sie Whole Foods damals übernommen haben. Und so richtig funktionieren tut es aus unserer Sicht nicht, also auch was die Zahlen sagen. Aber es ergeben sich natürlich jetzt sehr, sehr viele Gelegenheiten, auch Flächen zu bekommen, weil halt der traditionelle Handel sich mehr und mehr zurückziehen muss aufgrund des Margendrucks und aufgrund der Verschiebung offline zu online. Insofern halte ich das für einen guten, smarten Move. Und am Ende, das kommt ja hier auch raus, ist es letzten Endes eine Frage, welche DNA habe ich als Unternehmen? Wenn ich eine digitale DNA habe, kann ich natürlich eine ganz andere Shelf-Steuerung machen. Ich kann ganz anders die Besucherströme auch steuern. Ich habe Kundendaten, wahrscheinlich beim Check-in wissen die Leute, wenn ich da reinlaufe, dass ich das bin. Die sehen meine Historie. Vielleicht kriege ich andere Dinge angezeigt als du. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich hast du ein anderes Leseverhalten als ich. Also ich glaube, das ist, da gibt es ganz viel, was die mitbringen, was der traditionelle Händler, glaube ich, gar nicht hat. Das nächste Fallbeispiel, was ich gerne mit dir durchsprechen möchte, ist Facebook, weil Facebook ja auch sich aus einer sozialen Community heraus jetzt immer mehr zu einem Marktplatz und damit eben auch zu einer E-Commerce-Plattform entwickelt. Einmal, indem es die entsprechenden Unternehmen einlädt, konkrete Shop-Systeme mit auf ihre Fanpages zu implementieren und gleichzeitig aber auch den C2C-Commerce zwischen den jeweiligen Teilnehmern am sozialen Netzwerk zu ermöglichen und damit sozusagen auch den Schritt in Richtung Marketplace zu gehen. Wie siehst du diese Entwicklung, dass im Prinzip gerade was E-Commerce angeht, die sozialen Netzwerke in Zukunft nochmal eine verstärkte Rolle spielen werden? Ja, super Hinweis, habe ich jetzt ganz rausgelassen, weil ich gedacht habe, das sprengt den Rahmen. Also ich glaube, einer der großen Treiber, gerade auch für neue Marken, gerade auch dieses, was du gesagt hast, C2C, also von den Influencern, eigene Produkte. Ein Beispiel wäre Kylie Jenner, die dann zum Beispiel aber auch mit Douglas zusammenarbeitet, also auch die traditionellen Kanäle nutzt. Die Partnerschaft Shopify, Facebook, also vor allen Dingen Instagram, ist natürlich sehr, sehr mächtig. Also ich glaube, da passiert noch sehr, sehr viel, was ja auch wieder das Ganze ein bisschen aufbricht. Also da werden wir auch noch ganz, ganz viele Newcomer sehen, die dann auf solchen Plattformen sich eben auch etablieren können. Also da bin ich, also ich weiß nicht, ob Facebook selber sozusagen das macht, sondern Facebook ist letzten Endes der Enabler für dieses Thema mit seinem ganzen Bouquet an Möglichkeiten. Und WhatsApp gehört ja auch noch dazu. Also das ganze Conversational Commerce Thema, was jetzt auch so langsam einen kleinen anfängt, man hat es auf den Websites so ein bisschen, aber da ist ja auch noch gar nicht wirklich, zumindest in Europa oder in den westlichen Teilen, noch gar nicht das, was die Asiaten da letzten Endes nutzen. Dann hattest du an der Stelle ja auch Douglas erwähnt und damit gerne nochmal drauf eingehen, weil das ein gutes Beispiel dafür ist, wie auch so eine Umstellung auf E-Commerce-Plattformen ja durchaus auch der eine oder andere Schmerz verbunden ist, denn damit sind Ladenschließungen verbunden, das Freisetzen von Arbeitskräften, die im Übrigen mit dem Pad in den Läden die Leute für die entsprechende Online-Plattform gewonnen haben. Das heißt, diesen Wechsel zu gestalten ist ja auch eine besondere Herausforderung. Wie ist da deine Erfahrung im Hinblick auf solche Fälle, wie man das am besten hinbekommt?
Naja, ich glaube, man hat jetzt die Covid-Zeit auch genutzt, um einfach die wirklich schlecht performenden Läden in mittelgroßen deutschen Städten vor allen Dingen einfach zu schließen. Da hat man ja auch nochmal personell jemanden besetzt, der sowas letzten Endes macht, jemand mit Restrukturierungserfahrung. Ich glaube, es war längst überfällig, weil einfach die Nachfrage nicht mehr da ist. Also man kann ja sehen, die Frequenz geht zurück in diesen Lagen, der Tütenfaktor geht zurück. Das heißt, es verschiebt sich einfach hin zu online. Insofern ist es ja nur konsequent, dass man die Leute wahrscheinlich nicht immer wird umschulen können, ist dann halt leider so. Ich meine, ich möchte nicht in der Situation sein, so eine Legacy mit mir rumzuschleppen. Aber ich finde, Douglas hat es insofern ganz schön gemacht, dass sie einfach wirklich parallel ein wirklich digitales Geschäft aufgebaut haben. Also zumindest jetzt für die Firma an sich ist es jetzt so sehr, sehr rund gelaufen. Aber ich meine, wo gehobelt wird, fallen halt leider Späne. Und das ist halt, also ich meine, ich weiß nicht, ob man jemanden, der jetzt 30 Jahre oder 20 Jahre in einem Geschäft gestanden hat, halt wirklich umqualifizieren kann, kann ich auch nichts zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich auch, ist auch nicht mein Metier. Aber wir sehen es natürlich mit Freude, dass Douglas es geschafft hat, als Firma den Turnaround hinzubekommen und dass jemand wie Vanessa Stützle da auch in den Lead gehen durfte. Also das finde ich super. Lieber Sven, vielen, vielen herzlichen Dank. Am Ende muss man aber auch feststellen, du hast es angesprochen, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Es gibt Gewinner und Verlierer immer bei Veränderungen. Und das gilt auch insbesondere für digitale Plattformen, sowohl im Hinblick auf die ganz große Perspektive, was Unternehmen angeht, aber eben natürlich auch im Hinblick auf die einzelnen Betroffenen, die aus den jeweiligen Geschäftsfeldern und Geschäftsprozessen entweder noch weiter benötigt werden oder eben nicht. Und das muss an der Stelle auch einmal gesagt werden, dass wir hier eben Gewinner und Verlierer an der Stelle haben. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights und alles Gute. Und ich denke, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal zu dem Thema wiederfinden werden. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Danke, Tobias. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Ciao. Ja, und damit sind wir tatsächlich noch nicht ganz am Ende angelangt, aber wir haben jetzt doch einen entsprechenden Break, denn wir wechseln aus dem Studio mit den entsprechenden Impulsen und den Referaten jetzt in ein anderes Format, was aber nicht weniger spannend ist, denn wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört, gesehen und hoffentlich auch intensiv diskutiert. Das wollen wir jetzt nochmal vertiefen, und zwar für einzelne Branchen, in die wir uns jetzt aufsplitten werden, indem wir in einzelne Branchenräume, ja, digitale Branchenräume gehen werden. Und wie das funktioniert, das wird jetzt gleich nochmal der Moritz Schönleber vom Handelsblatt erklären. Da wir uns danach nicht mehr wiedersehen, ist das der Zeitpunkt, um mich zu verabschieden. Denn ich sage an der Stelle herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit im Rahmen meiner Moderation. Ich werde in einem Branchenraum dann noch weiter vertreten sein. Aber hier für das Gesamtplenum ist an der Stelle die Arbeit zunächst einmal beendet. Morgen am zweiten Tag ist es meine Kollegin Anja Lange, die hier kompetent durch den Tag führen wird. Ich darf mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Hoffentlich haben wir eine spannende Diskussion rund um digitale Marktplätze und Plattformen initiieren können. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir dazu ein entsprechendes Feedback bekommen. Und wenn Sie an der Stelle für sich sagen, das war so spannend, dass ich dieses Thema für mich selber konkret angehe. Denn mit Gedanken alleine hat man bekanntlich ja noch nie ein Fenster eingeschlagen. Von daher tun Sie es, denn die digitale Plattformökonomie, die wartet nicht. Und von daher, lieber Moritz, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Vielen Dank. Das gibt mir die Möglichkeit, mich jetzt ganz herzlich bei dir zu bedanken. Vielen Dank für die fachliche Leitung dieses Tages. Lieber Tobias, das war großartig. Vielen herzlichen Dank.